Servus Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von meinen Minecraft-Tutorials. Heute geht es um vier Redstone-Schaltungen. Das sind so die Basics, die sollte ja jeder verstanden haben, der so mit Redstone was machen will. Die simpelste Schaltung ist auch die hier. Im Grunde einfach ein Hebel, hier Redstone und eine Redstone-Lampe. Und ganz simpel, Schalter ist aus, die Lampe ist aus, Schalter ist an, die Lampe geht an. Aus, an, aus, an, aus. So. Jetzt kommt die logische Nichtschaltung. Die ist einfach, wie ihr schon seht, umgedreht. Der Unterschied ist, hier ist einfach eine Redstone-Fackel und dadurch wird ja, das Signal umgekehrt. Das heißt, der Hebel ist auf aus, die Lampe ist an, der Hebel ist auf an, die Lampe geht aus. Also einfach umgedreht wie die Schaltung hier. So. Dann gibt es hier die logische Oder-Schaltung. Bedeutet, es muss entweder der Hebel an sein, dann geht die Lampe an, oder der Hebel, oder die zwei Hebel, oder alle drei, oder die zwei. Also einer muss mindestens an sein. Das ist die Oder-Schaltung. Warum jetzt hier zwei Blöcke sind, ist ganz einfach. Hier ist die, also eine Redstone-Fackel gibt halt ein wahres Signal raus, also quasi das An-Signal, und das muss jetzt erstmal umgedreht werden, damit, wenn alle Hebel hier auf Aus stehen, dass die Redstone-Lampe wirklich auf Aus ist. Wäre das jetzt nicht da und wäre hier einfach ein Signal, dann wäre halt die, wenn alle Schalter aus sind, ist die Lampe an, wenn einer an ist, geht die Lampe aus, wenn der an ist, also wäre einfach umgedreht. Das liegt daran eben, ich hoffe, das versteht man, dass da jetzt die Redstone-Fackel eben immer ein wahres Signal rausgibt, also quasi ein An-Signal. So, jetzt machen wir es wieder so hin. Jetzt passt es auch wieder. Ups. So, dann kommen wir schon zur letzten, und das ist die logische Und-Schaltung. Das heißt, ein Hebel muss aktiviert sein und der andere, damit hier hinten ein wahres Signal, in dem Fall jetzt an, rauskommt. Auch wieder relativ simpel. Die Redstone-Fackeln drehen halt hier das Signal um und können eben nur dann ein wahres Signal rausgeben, wenn beide an sind. Ist nur einer an, dann wird die Lampe da hinten nie angehen. Es ist zum Beispiel ganz cool, wenn man jetzt hier zum Beispiel einen Knopf hinmacht. Den hier. Wenn man hier den Knopf hinmacht, dann kann man das als Türsicherung oder so machen. Wenn man hier drauf drückt, geht die Tür auf. Und wenn man den hier ausschaltet von innen, dann kann niemand von außen rein, weil die Tür niemals aufgehen kann. Nur wenn der von innen die Schaltung auf anstellt, dann kann jemand reinkommen. Genau. Oder hier zum Beispiel, wenn man das Licht von verschiedenen wenn man das Licht von verschiedenen Seiten des Raumes bedienen will. Man kann hier das Licht anschalten, man kann aber auch hier das Licht anschalten. Genau. Das sind so die vier Basics, ja, die grundlegendsten Redstone-Schaltungen, mit denen man schon sehr viel machen kann. Es gibt auch noch andere Schaltungen, die erkläre ich dann vielleicht in einem anderen Video. Aber für das Video war es jetzt auch. Wenn ihr irgendein Tutorial noch von mir sehen wollt, dann schreibt mir das doch in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da, würde mich freuen. Und ja, wenn ihr keine Videos mehr von mir verpassen wollt, dann abonniert mich doch einfach, wäre ziemlich cool. Wir sehen uns bei meinen nächsten Videos, bis dahin, Peace!